Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Mein Name ist André Spang und ich freue mich, dass ich Ihnen in den nächsten 2,5 Minuten einen kleinen Überblick zu meinem Wirken und meinen Projekten im Bereich des Lernens und Lernens mit digitalen Medien verschaffen kann. Viel Spaß dabei! Ich lebe in Köln, unterrichte an einem Gymnasium und der Kölner Uni, bin Medienberater im Kompetenzteam, halte Vorträge, gebe Interviews und bin Musiker. Im September 2013 habe ich zusammen mit meinem Kollegen Thorsten Labig den EdChat.de, den ersten deutschen Twitter-Chat für Lehrende, gegründet. Besonders wichtig für mich als Lehrender sind die 21st Century Skills, Kollaboration, Kommunikation, kritisches Denken und Kreativität. Um auf veränderte Lernkulturen eingehen zu können, habe ich an meiner Schule ein Tablet-Projekt entwickelt, das ich seit 2011 betreue. Im Mittelpunkt des Projektes stehen konstruktive und kritische Mediennutzung, Individualisierung sowie Partizipationsmöglichkeiten und Open Practice auch über den normalen Unterricht hinaus. In diesem Zusammenhang habe ich mit der Stadt Köln das Schulwiki, eine offene Lernplattform, entwickelt und erstelle mit meinen Lernenden freie Bildungsmaterialien. In meinem Projekt CAST Junior Experts versuche ich vor allem auch Mädchen an Technologie und Coding heranzuführen. Ihr Wissen geben die Schülerinnen und Schüler dann in Workshops in der Stadtbibliothek an Bürgerinnen und Bürger weiter. Gamification ist ein wichtiges Thema für mich. Meine Schülerinnen in der Klasse 6 erstellen zum Beispiel Apps für Flüchtlingskinder und zeigen diesen dann, wie man damit umgeht und lernen kann. Social Media im Unterricht, aber auch für mein persönliches Lernen sind besonders wichtig. Als Medienberater bin ich Experte für mobiles Lernen und den Medienpass NRW. Als Experte für Bildungstechnologie bin ich national und international bei Kongressen und Webinaren gefragt. Im Rahmen des Prozesses Bildung 4.0 NRW war ich bereits mehrfach aktiv. Hier zum Beispiel bei einem EdChat.de Special live aus der Staatskanzlei. Beim Kongress NRW 4.0 konnte ich als Experte für schulische Bildung bei der Podiumsdiskussion mit dabei sein. Die Keynote beim NRW Hackathon, die Organisation des VBM Camp auf der Didakta, die Teilnahme beim Netzpolitik Camp und die Mitorganisation des ersten deutschen Lehrerforums sind weitere Beispiele meiner Arbeit. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig gefallen. Wenn Sie weiteres über mich erfahren wollen, gehen Sie auf meinen Blog andrespang.de. Ciao! Thank you.